Ab jetzt. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Den Schrein, die zwei Zwillingsschreine haben wir jetzt erledigt und irgendwo in der Nähe muss dann irgendwo noch ein Schrein sein. Bloß keine Ahnung wo. Irgendwo in der Nähe. Link ist schon auf der Lauer. Aber ich glaube nicht, dass er vorbeifliegen wird, Link. Aber irgendwo auf der Seite, bei diesem, ja, einfach auf dieser, bei diesem Berg irgendwo unten. Ja, wir einfach irgendwo, hier unten muss noch ein Schrein sein. Ich glaube, irgendwie dem Weg da folgen oder irgendwo in der Nähe. Da unten war er. Hab gesagt, er ist doch unten irgendwo. Und der Ridahi-Schrein. Diese Schreiereien machen mich langsam nervend, kostend. Okay, schlechter Wortwitz, aber auch egal. Elektroschleier. Verschießen Blitze, wenn sie angegriffen werden. Der Einsatz des Parasegels verbraucht Ausdauer. Also achte darauf, dass du nichts du willig hast. Und das ist im Takt. Na toll, da braucht man Taktgefühl. Auf jeden Fall bisher sieht es noch nicht so schwer aus. Muss man die Kugel mitnehmen oder nicht? Wie scheint er nicht. Bisher läuft ja sehr gut. Und da war man zu voreilig. Und da läuft jetzt die Plattform weg. Rätsel gelöst. Unten war doch ein Schalter, um die Plattform zu bewegen. Da hinten ist irgendwo eine Truhe. Wieso man da hochgebracht wird, keine Ahnung. Los, droppt eine neue Kugel. Und hopp. Da war wohl ein bisschen zu wenig Platz auf der Plattform. Aber es wird sehr schwierig, im richtigen Moment zu arbeiten. Alle guten Dinge sind ja drei. Aber wie kommen wir bloß zu dieser einen Truhe? Immer schön feuchtig bleiben. Nee, Magnesium auf jeden Fall nicht. Metallfässer.
leider zu wenig Platz. Weg. Schon knapp vorm Ziel noch warten, wegen einer Truhe, die bestimmt irgendwas beinhaltet, was nicht so wichtig ist. Mal überlegen, was könnte es sein? Bestimmt irgendein Schild oder eine Waffe. Es wäre interessant, wenn es mal irgendwas Nützliches wäre wie Pfeile. Und es ist aber... Geil, von daher, das ist ein Ausrüstungsteil. Ein Kopftuch zum Klettern. Und schon den nächsten Schrein geschafft. Ja, wir haben deine Prüfung bestanden und wir kriegen ein Zeichen der Bewährung. Wieso wollte ich Beruhigung sagen? Ein Zeichen der Beruhigung. Im Mastermodus Lagerfeuer. Mit Hilfe einer Fackel oder einem Feuerstein kannst du Holzbündel anzünden. Irgendwo müsste man langsam ein. Wie heißt das Viech nochmal? Habe ich ja vergessen. Egal. Weil es so bald, zum Glück hoffentlich bald durch. Aber wo geht's eigentlich nun lang? Da geht's zurück zum Turm. Und da ist ein Wanderer. Mal ansprechen, ob der irgendwas weiß. Oh, was ist? Was machst du für ein Gesicht? Wenn du Hunger hast, bist du bei mir genau richtig. Aha, ein Fleischfachverkäufer. Ja, schön, aber ich will nichts von dir kaufen. Auf Wiedersehen. Hoffentlich auf nie baldiges Wiedersehen. Nochmal ein Erzvorkommen. Und der Hammer ist immer noch im Schuss. Steinsalz. Da hinten sieht man schon den nächsten Turm. Also man sieht so viele Dinge. Aber das ist einfach viel zu viel. Das war ein bisschen zu knapp. Okay, ouch. Bomben umzugehen ist immer noch schwierig. Nur schlimmer wird's später irgendwann. Ein Reisebogen. Aber sehr viel Bernstein gefunden gerade.
Und da sind wieder die Gegner. Die Gegner regen auf. Ja. Leider, Pfeifen gekommen. Link, du kleine Pfeife. Die sind ja noch schicken, dass er jemand ist. Die sind hohl. Und. Bumm. Problem ist nur, im Master-Modus regenerieren sie ihre Leben. Der arme Feuerpfeil. Ich will noch einer Sache gleich nachgehen, ob man gleich leicht betrügen kann, überhaupt. Der Hiyu-Dama-Schrein. Bei Regen ist der Untergrund rutschig und du verbrauchst mehr Ausdauer. Kletter, wenn möglich, bei gutem Wetter. Ach nee. Und hier besteht die Prüfung aus dem wegweisenden Wasser. Wenn man theoretisch eine Bombe reinwirft, wird das eine Wasserbombe? Okay, die schlechtesten Wortwitze können eigentlich gerade nur von mir stammen. Das war leicht knapp. Und hin irgendwie mal sehen, ob man noch finden kann. Und oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Gefühlt ist in jedem Regenschrein eine Truhe. Muss man halt ein paar bisschen etagenhaft arbeiten. Und in dieser schönen Truhe ist bestimmt irgendwas nicht so wichtiges drin. Und es ist Rubine, okay, die sind wichtig und nützlich. Aber wie löst man bloß das Rätsel da drüben? Die Kugel fällt immer wieder runter. Eine große, schwere Kugel. Und hier fällt sie jetzt erstmal nicht runter, aber richtig nützen tut sie das ja nicht. Ja, jetzt leider. Die Kugel wirklich extrem schwer. Und? Ernsthaft? Die Kugel schafft nicht mehr diesen kleinen Sprung. Man muss diesen Kugeln immer helfen. Können nie irgendwas alleine hinkriegen. Tada! Und da ist wieder die nette Dame, die uns irgendwas geben will. Ein Zeichen der Bewährung. Das fünfte Zeichen. Und wir haben es geschafft. Problem ist nur, wie kommen wir jetzt an den Dorn vorbei, die gerade eben noch da waren? Ja, der Master-Modus. In schönem Rot.
Alles. Die Dosen sind weg. Zauberei. So ruhig. So ruhig. Und so seltsam. Ist so ruhig. Ja. Guten Abend. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man vielleicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treibt sich hier noch immer Monster herum und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genau ge genug Gefahr für meinen Geschmack. Auf dem Fernkopf ist irgendwas, aber steht da. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Okay. Tja, ich denke, komm. Ja. Methin wird hergestellt, indem man Insekten- und Monstermaterialien vermischt. Sie führen zwar nicht, tönen zwar nicht deine Herzen auf, aber sie machen dich schneller, schützen vor Hitze, Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht mal einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich will etwas. Sportmedizin. Kann man schnell laufen. Ja, um vom Monster wegzulaufen. Und nach Sportächze und Monstermaterialien. Immer mindestens 10 Stück dabei. Und da oben ist irgendwie ein Windrad. Aber ich frage mich, ob man. Und sicher. Aha. Die Frage ist wirklich, wie man da rankommt. Ja, das Hochklettern ist extrem schwierig. Aber interessant sieht der Fellkopf ja auch aus. Ja, warum müssen da unbedingt diese Holzbalken hinten sein? Aber langsam wird es ja was. Sieht irgendwie aus wie eine Maske. Und da ist ja irgendwas. Oh nee. Einfach nur ein Krog. Nichts Interessantes oder Wichtiges. Pferde! Eine Sache habe ich mir noch merken können aus dem Spiel. Es gibt ein kleines Minispiel hier zum Thema Pferde. Und ich bin mal gespannt, ob man da leicht betrügen darf oder kann. Weil es gibt auch die schöne Amiibo, das Amiibo-Modul. Unsicher, wo es lang geht,
Ja, sprechen. Willkommen beim Steuer der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Ja, nicht. Man ahnt es nicht mehr, aber die Währung hat die Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind heimgekommen. Übrigens, wohin du der Weg bist. Wildpferde? Hast du auf dem Weg hier keine Pferde gesehen? Zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sie hier eigentlich überall. Wer sind wilde Tiere, die in Freiheit leben und niemand gehören? Wenn du eins davon fängst, dann kann mein Bruder Tassaren es ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen. Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Sie verbringen schließlich den ganzen Tag unter Pferden. Wenn du nach einem Weg fragen willst, ja, scheu. Okay, nochmal Wildpferde. Okay. Dann vielleicht nochmal hier. Welche Leute hier? Was meinst du? Du glaubst mir nicht? Na gut, dann versuch doch den Rekord von Fusaren, den zweitbesten Pferdezähmer, zu brechen. Nur zu. Das wollte ich hören. Es gibt nur eine Regel. Bring innerhalb des Zeitlimits ein wildes Pferd hierher. Hier in der Gegend gibt es jede Menge. Schnapp dir einfach irgendeins davon. Dein Besitz. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten, also musst du innerhalb dieser Zeit mit einem Pferd zurückkommen. Los geht's! Hab Pferd, kann hier rauf. Seht das? Unglaublich. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass du die 2 Minuten so einfach unterbietest. Ich bin zwar beim Feldsieben den zweiten Platz. Ich habe zwar beim Feldsieben den zweiten Platz belegt, aber du warst nur gegen. Aber das war nur gegen meinen Bruder, der Vorletzter war. Wie dem auch sei, hier ist jedenfalls dein Preis für den Sieg beim zweiten offiziellen Feldzehn-Wettbewerb. Ja, war ja nicht irgendwie leicht, fies gemacht, aber egal. Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. Ja, war ja nicht irgendwie, wie soll ich es am besten sagen, geschummelt, aber auch egal. Oder? Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ja, du bist der erstmal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nein, weiß ich nicht. Dann erkläre ich es eben mal. Und die Stimme im Hintergrund macht Geräusche mal wieder. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins, bring es mir her. Wenn du ein Pferd bringst, das ist das Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du mehr wissen? Weiß ich schon. Okay. Ja, schön. Pferd. Oh nein, ich wollte registrieren machen. Ah. Los. Nein. Registrieren. Ah. Ich komme hier total durcheinander. Bitte prüft noch einmal, ob das hier richtige Pferd ist. Neues Pferd. Stärke. Ja. Vielen Dank für die Registrierung. Ja.
Dieses Pferd heißen, kann es sein, das soll das legendäre Impona. Ja. Ich würde sagen, Impona ist ein guter Name fürs Pferd. Abgeschlossen, möchtest du vielleicht gleich weiter. Ja, möchte ich wieder mitnehmen. Ach, übrigens, falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werden, pfeif einfach danach. Pfeifen! Und wenn es zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Hiermit endet auch der Part mit einer kleinen Schummelei, aber wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wir wünschen euch schönes Wetter und irgendwie ein Mittel, was der Stimme im Hintergrund das Rülpsen unterbindet.